Beispiel eine zweijährige Weltreise gemacht. Und das ja. zu einer Zeit, das war Anfang 60er Jahre, ja. wo kaum ein Aussenseiler irgendwo die Welt entdeckt hat. Oder? Ja. Ich bin von Zürich praktisch mit dem Autostopp um die ganze Welt. Und das fast im 64er, wo es fast kein Geld ist und fast kein Auto, muss man auch sagen. Ja, hast du 2 Tage gewartet auf ein Auto. Zum Beispiel in Iran, Pakistan, in diesen Ländern, hast du 2 Tage gewartet auf ein Auto. Oder? Wenn aber einer kam, hat er dich mitgenommen. Mhm. Der, der kam, hat er dich mitgenommen. Ich hatte zum Beispiel an der Grenze Iran-Pakistan oben, hat es ein ganz kleines Grenzdörfli gehabt. Und ich habe nicht mehr so viel Geld gehabt. Ich habe immer wieder als Tellerwäscher und so, da bin ich im Hotel gefragt, can I work, working little? Also ein bisschen Englisch hast du können? Ja, dort, Sprache habe ich ziemlich schnell gelernt. Da habe ich wieder mal als Tellerwäscher geschafft, wieder mal so. Und habe dann wieder ein bisschen essen, ein paar Tage, und bin dann wieder weitergezogen. Ich habe fast kein Geld im Sack. Ich habe die Welt fast um einmal mit Autostopp. Das ist unglaublich. Ich sagte, wo durch? Israel, dann Türkei, Iran, Pakistan, Indien, Ceylon, Colombo, Hongkong, Vietnam, Tokio, also Japan. Es geht mir fast schnell. Ja. Zum Beispiel Vietnam, du bist in den 60er, wann bist du in Vietnam gewesen? Im 65. Also ich meine, das ist ja Zeit gewesen. 65, Juni. Ja. Oder ja, bist du Zeigung gewesen? Ja, das ist ja so, ich bin dann, eben wie ich jetzt gesagt habe, getrampelt von Istanbul über den Berg, oder? Esrum, aber Iran, dann Pakistan, über nach Karachi, Pakistan. Und habe dann von Karachi aus ein Schiff genommen, bin von Karachi nach Bombay. Auf dem Schiff hast du dann gearbeitet, oder? Nein, dort habe ich gezahlt. Das habe ich gezahlt, habe ich zusammengekriegt. Da bin ich von Karachi nach Bombay, Ceylon, Colombo, Singapur. Dann ist Saigon. Für die Reise zahlt man heute das Heidengeld, oder? Also ja. Meine, für die Reise die zahlen die Leute Stangen von Geld. Und du hast das quasi, eines ist mit Schaffen und eines ist mit Sport. Ja. Ich habe dann vorher auf dem Schiff geschafft. Und zwar in Israel. Route Eilat, wenn du das kennst, Eilat, Abadan, Djibouti. Eilat, Djibouti, Abadan, Koramashah, Rote Meer. Das ist Rote Meer, die Retour. Die Route habe ich gemacht. Da bist du dort Matros gewesen? Ja, zweite Stuart. Ich habe die Arbeiter bedient. Also ich habe einfach ein bisschen Stuart gemacht auf dem Schiff. Und dort habe ich dann ein bisschen Geld verdient. Und auch nachher in Jerusalem, wo ich als Bäcker geschafft habe, bei der Bäckerei Bärmann in Jerusalem, habe ich ein bisschen Geld gespart und habe dann mir die Reise können. Nachher, als ich dann getrampelt bin mit Karachi, von Karachi, ich dann gerade das Schiff können zahlen, bin in Kobe angekommen. Mit null Geld, praktisch kein Geld im Sack. Wenn wir noch schnell über Vietnam reden, 1965, ist nicht die ruhigste Zeit gewesen, zu Vietnam? Ja, also hast du also nicht dürfen, sie haben gesagt, also vom Schiff aus, oder, haben sie gesagt, gehen nicht mehr als, sagen wir, 100 Meter über die Linien aus, also, sonst könnte etwas passieren. Aber du bist Saigon? Du bist überall Stachel dran. Ja, Saigon. Was hast du dort erlebt? Was kommt dir jetzt gerade so noch in den Sinn? Saigon? Ja, Saigon habe ich eigentlich, ich habe dort was spaziert. Ich weiß noch genau, wie es aussieht. Die Hafenstadt ist eine Hafenstadt, ohne wie das aussieht. Und so viel habe ich eigentlich nicht erlebt. Ich habe hast du nicht etwas gespürt von dem, was sich dort zusammengebraut hat? Ja, vom Krieg eigentlich. Hast du dort am Hafen und hast nicht viel gespürt, aber es hat einfach geheißen, aufpassen. Nicht innegehen ins Land. Hast du denn nie Heimweh gehabt? Aussenseiler auf Weltreise, zum Teil ohne Geld. Wie hast du das gemacht? Heimweh? Ja. Habe ich ab und zu gehabt, doch, tatsächlich. Aber ich habe natürlich einen eigenen Willen. Ich habe gesagt, ich will diese Welt. Und ich will das machen. Ich habe überhaupt keine Zeit vorgestellt. Ich habe gesagt, ich muss es so und so schnell machen. Ich habe mir Zeit, ich hätte auch 3 Jahre machen können. Ich habe gesagt, ich will jetzt um die Welt, meine Welt, unsere Welt anschauen mal. Und das ist mir gelungen. Also das ist eben, wir haben zu wenig Zeit, um die ganze Weltreise da von dir zu erklären zu lassen. Aber vielleicht noch 2-3 Punkte. In Australien bist du auch gewesen. Da habe ich jetzt in deinem Buch, in deiner Lebensgeschichte gelesen, dort bist du mal eingesprungen in einen Zirkus. Genau. Was ist denn am Trapez als Fänger. Also, unglaublich, du bist Bäcker gewesen, ja, du hast am Schiff gearbeitet. Du bist der Mann der 1000 Talente. Was hast du im Zirkus? Am Trapez bist du gekommen, plötzlich am Trapez. Der Zirkus war das so gewesen. Der Zirkus war ein kleiner familiärer, also Familienzirkus. So weder klein noch kleiner. Ja, aber ein schöner Zirkus, wirklich schön. Dort hat der Fänger, das war der Sohn vom Zirkusdirektor, der hat das Militär für über ein Jahr, hat er das Militär, da haben sie einen Fänger gesucht.
Und ich bin ja dort schon recht zu weg gewesen, oder? Und dann haben sie mich gefragt, ob ich als Fänger komme. Das ist der, der hängt, weißt du, der bleibt, oder? Und da bin ich, knapp nicht ganz zwei Wochen bin ich dort trainieren, in diesem Zirkus. Da bin ich, hat man angefangen zu hängen. Und ich habe angefangen zu trainieren für den Fänger. Aber ich bin dann nicht gegangen, bin dann wieder weg. Nach zwei Wochen. Und dann war es Japan und du hast in den 60er Jahren, was heute eigentlich undenkbar 65. ist, 65, hast du dort 6 Monate lang deinen eigenen Hotdog-Stand gehabt, mitten in Tokio. American Hotdog habe ich verkauft in der Ginza. Du hast quasi Japan amerikanisiert. Ja, einer von Aussensil. Ich habe dort Judo trainiert, Kampfsportarten. Und habe in der Ginza Station in Tokio habe ich den Hotdog-Stand geführt. Und das, ich war natürlich eine schaurig gute Reklame. Die haben natürlich, die meinte, ich sage Amerikaner und sind dann die Hotdog gekauft. Oder? Der Chef, der mich eingestellt hat, oder? Ich war angestellt. Oder? Das ist ja nicht mein Stand, ich habe ihn einfach geführt. Der hat eine gute Idee gehabt. Der hat auch das, oder? Der hat, die Leute haben gemeint, ich sage Amerikaner, American Hotdog. Mhm. Und der Laden ist gut gelaufen, muss ich sagen. Hat es denn mal einen Moment gegeben, wo du fast hängen geblieben wärst? Ja, das hat es auch gegeben, aber ich habe praktisch nie ein Problem gehabt. Ich habe die Probleme immer gut gemeistert. Mm-hmm. Zu Hollywood bist du natürlich auch gewesen. Hollywood bin ich gewesen, an meinem Geburtstag. Man sieht es vielleicht heute nicht mehr so, aber früher hast du ein bisschen ausgesehen wie der Elvis. Ja, das hat mir, früher haben mir noch viele Leute Elvis gesagt. Sogar? In der Stadt Zürich haben sie mir viele... Der Elvis aus Aussensil? Ja, das haben sie auch. Das ist auch wieso haben wir... Mode gewesen. Ja, wieso hat man dir zu Hollywood nicht irgendwie gerade einen Job angeboten? Das wäre der Moment gewesen. Das ist der letzte. Hollywood war eigentlich der Schluss von der Reise. Du bist schon ein bisschen müde gewesen. Da ich war in Hawaii gewesen vorher. Ich habe in Hawaii meinen 22. Geburtstag gefeiert. Mhm. Den ganzen Tag gefeiert. Bis abends am 10 Uhr, ein bisschen vorher, aufs Flugzeug. Das ist sehr wichtig. Und bin am 13. am gleichen Tag, an meinem Geburtstag, am Morgen in Los Angeles angekommen. Habe meinen Geburtstag zweimal gefeiert. Und dann gerade noch mal den gleichen 13. Mai gefeiert in Los Angeles und Hollywood. Das ist ja da im Buch auch drin. Mhm. Weißt du, auf der Zeit bin ich vorgeflogen. Ja. Und dann bist du zurück und natürlich auf Zürich und ins Aussensil. Genau. Du hast ja eigentlich so ein bisschen die Zeit miterlebt, eben so Ende 50er Jahre und 60er Jahre, wo man glaub, zum Teil noch alten Zürich-Film vielleicht mitbekommt. So Polizist Weckerli und ja, so. Ja, die habe ich gut in Erinnerung. Die haben wir alle gesehen damals. Ja. Was ist heute anders so in deinem Quartier? Was ist das, so, was du jetzt am meisten vermisst, wenn du vergleichst mit früher? Ich vermisse eigentlich nicht viel. Nicht? Ich sehe also Kinder. Die spielen immer noch genau, wie wir auch gespielt haben. Das ist eigentlich... Das Aussensil hat sich nicht gross verändert. Das entscheidet man ja immer irgendwie. Ausser natürlich sind ein paar neue Probleme sind jetzt dazugekommen. Wir müssen ja nicht davon reden. Neue Probleme, aber die sind ja nicht neu im Aussensil. Aber das Aussensil ist eigentlich im Großen und Ganzen immer noch gleich. Super Quartier. Bestes Quartier, weit und breit. Wo sich alle Völker treffen, alle Nationen im Frieden miteinander leben. Finde mal ein anderes Quartier in der Schweiz, wo alle Religionen, alle Völker, alle Nationen, Asiaten, Afrikaner miteinander leben im Frieden, wo miteinander gleich Schule gehen, in die Schule gehen und friedlich leben miteinander. Das kannst du mir nicht sagen. Was sagst denn du zu der Entwicklung, wo eben gerade der Kreis Kaib betroffen ist, also Prostitution, Mädchenhandel, Drogen? Ist das an dir einfach so spurlos vorbeigegangen? Das ist im Kreis 4, es ist eben immer ein Kreis, der Ruhekreis gewesen schon. Und es ist jetzt halt im Moment, in dieser Welt, wo wir jetzt leben, das gehört eben auch zum Kreis 4 im Moment. Wir leben jetzt in dieser Welt, wo wir jetzt sind. Ja. Und das gehört jetzt eben zum Kreis 4. Das ist ja das, was ich sage. Im Kreis 4, also im Aussensil, findest du alles. Da findest du eben Prostitution, wie du sagst. Findest aber auch den Pfarrer. Du findest den Böden, du findest den Liebsten, du findest alles dort. Mhm. Das ist ja der vollkommene Kreis, wo wirklich alles im Frieden zusammenlebt. Das ist wirklich ein eindrücklicher Werbespot am 6 Leute für den Kreis 4, für Aussensil, der ja oft eben ein mit einem negativen Image dargestellt wird. Es ist auch der Punkt, wir haben nicht mehr viel Zeit, um deine Familie reinzubitten, weil das hat auch damit zu tun, eben Völker verbinden. Darf ich euch bitten, schnell zum Vater zu kommen, die beiden Söhne und natürlich deine Frau. Jamila. Hi, Rogo. Hoi, hallo, freut mich. Wie hat das gemacht so weit? Du hast ein bisschen zugehört. Bist du zufrieden mit ihm? Ja, zufrieden, ja. Wo habt ihr euch kennengelernt? In Penang, Malaysia, im 15. März 1973, also vor 24 Jahren. Das ist gerade ein bisschen mehr als 24 Jahre seither.
haben wir uns kennengelernt. Also auch auf Strand, einer von diesen Reisen? Ja, schauriger Sonnenmensch. Du hast am Strand Bodybuilding gemacht? Genau. Ja, nein, Liegestütze, Kniebeugen, Übungen, meine Gymnastik, die ich immer mache. Und sie hat zugeschaut. Und das war der erste Wortkontakt. Das ist ein Buch auch drin. Ja. Der erste Wortkontakt. Und von dort weg ist das 24 Jahre jetzt. Also die Familie Walter aus Aussensiel, auch mit den beiden Söhnen, Albert und Sandro. Ja. Wer ist der stärkste von euch drei? Wir sind alle gleich stark. Ist das so? Er ist gut erzogen. Also, eben der Albert wird jetzt an meine Show, ist schon in der Show drin, macht ja mit mir schon Show. Wir sind seit zwei Jahren zusammen und der Sandro ist auch dran, unter Umständen in die Show hineinzukommen. Der Sandro ist mehr Leichtathlet, der ist natürlich ein sehr schneller Sprinter, Kantonalmeister, Regionalmeister, bei den Junior im 100 Meter und 200 Meter Sprint. Ja. Super Sprinttalent. Also, die Schweiz wird noch manches hören vom Sandro. Ah, das, da freue ich mich. Also, auf was läufst du zurzeit 100 Meter, Sandro? Ja, so um die 11.00 rum. 11.00? Und das Ziel? Ja, unter 10, wenn es geht. Unter 10? Da werden wir ja, drauf Training warten. Im Training hat er schon unter 10 gehabt. Hast du gestoppt im Training? Ja, ja. Ja, ja. Jetzt hast du ja in deinen jüngsten Jahren eine riesen Weltreise gemacht. Du bist umgetrampelt, oder? Was würdest du denn sagen, wenn da der Sandro oder der Albert jetzt würde sagen, Papi, jetzt gehe ich zwei Jahre auf Indien, weiss der Teufel wohin. Ich würde nicht Nein sagen, aber auf eine Art. Also zum Beispiel durch Türkei, Iran, Pakistan, da könnten sie nicht mehr gehen, trampen. Dadurch würde ich sagen, gehen noch jemand anders durch. Aber zum Beispiel gewisse Länder ist einfach nicht mehr gleich wie damals. Das ist schon, ich würde sagen, heute ein bisschen gefährlicher geworden. Gut, Rudi, wir haben praktisch keine Zeit mehr. Sonst haben wir da noch ein paar Sätze, das lange nicht mehr. Aber vielleicht kann ich dich fragen, was ist dein grösster Wunsch? Dann habe ich dir vorhin gesagt, dass auf dieser Welt eine friedliche, gerechte Welt entstehen wird, wo die Liebe siegen wird. Wo die Liebe überhand nimmt und siegen wird. Das ist eigentlich ein Wunsch, den ich, ein grosser Wunsch, den ich habe. Und ich hoffe, dass deine Aktionen und Demonstrationen auch etwas werden dazu beitragen werden. Herzlichen Dank, dass du bei uns gewesen bist. Am 6. Ja. Leute, ein Urzeuger aus Aussensee mit der ganzen Familie. Macht's gut, besten Dank. Danke. Tagtäglich war das heute mit dem Rudi Walter. Noch ganz kurz ein Hinweis: Morgen eine andere Lebensgeschichte. Morgen voraussichtlich ist